Der Höhepunkt des Jahres. Allen Iverson mit Beşiktaş Kola Türka Istanbul gegen BG Göttingen in der Volkswagenhalle. Die Veilchen zu Beginn mit viel Selbstbewusstsein. Kulavik lässt seinen Mann stehen und drückt eiskalt ab. Auch in der Defense wird hart gearbeitet. Jason Boone mit dem Monsterblock. Und der Center auch auf der Gegenseite im Fokus. Hier läuft er sich schön frei und schließt mit Foul ab. Meacham weiß, wo der Ball hin muss. Alley-oop auf Boone. Allen Iverson zu Beginn ruhig, aber dann ein schöner Crossover. Das Foul gezogen und abgeschlossen. Göttingens Full Court Defense schlägt zu und aus guter Verteidigung resultiert schneller Offense. Trent Meacham noch ein Dreier. Ganz anders als noch am Wochenende gegen die Braunschweiger läuft der Ball. Mike Scott auf Lewis Dale, der sieht Kyle Bailey nochmal von Downtown. In der Defense einfach hellwach. Trent Meacham klaut den Ball und die einfachen Punkte für den Point Guard. Beşiktaş besonders anfällig bei der Pick-and-Roll-Defense. Bailey auf Waliszkowski. Und dann Bailey einfach mal an NBA-Superstar Allen Iverson vorbei für die einfachen Punkte. In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild. Beşiktaş jetzt mit mehr Selbstvertrauen. Aber gerade als der Vorsprung zu schmelzen beginnt, ist Kulavik wieder frei. Lewis Dale mit ruhigem Abend, aber hier mit dem Dreier in Allen Iversons Gesicht. Wieder die Fullcourt-Defense, Michael Meeks mit dem Steal. Waliszkowski bringt den Ball und findet Trent Meacham. Istanbuls Zonenverteidigung bereitet den Göttingern jetzt Probleme. Ein probates Mittel, der Dreier Trent Meacham. Und dann läuft sich Kulavik wieder schön frei, der nächste Dreier. Doch nur von außen kann es nicht funktionieren. Somit Beşiktaş wieder im Spiel. Ignerski mit dem schönen Fadeaway. Auf einmal ist Istanbul mit einem vorn. It's Crunch Time. Das heißt, Dwayne Anderson bekommt den Ball. 73 zu 73. Jeder Wurf jetzt ein Big Shot. Da zählt die Erfahrung. Kyle Bailey hat die ohne Ende. Jeder Punkt hart umkämpft. Jason Boone mit dem Block. Und dann wieder das Ankämpfen gegen die Zonenverteidigung. Kulavik zieht zum Korb, findet Bailey, der perfekt von der Dreierlinie in diesem Spiel ist. Es steht 3 Punkte Vorsprung für Göttingen. Dann kommt Chatman, Ausgleich. Jetzt 2 Punkte Rückstand. Die letzte Minute läuft. Kyle Bailey an Iverson vorbei. Wieder Ausgleich. Und das hier die letzten Sekunden des Spiels. 83 zu 83. Chatman mit dem Notwurf. Und dann lassen wir sie alleine mit Trent Meacham. Istanbul legte direkt nach dem Spiel Protest gegen das 85 zu 83 Endergebnis ein. Bisher ist dort noch keine Entscheidung gefallen. Topscorer des Spiels für Göttingen, Trent Meacham mit 18 Punkten. Kyle Bailey mit einem Wahnsinns-Allround-Spiel. Auf den Seiten der Istanbuler Ignerski mit 21 und Allen Iverson mit 18 Zählern.